Fast 1 Million Menschen haben im Jahr 2023 eine Altersrente beantragt und bekommen. Geht jetzt die Rentenversicherung pleite? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie sehen es, ich schmunzle, das Wetter ist prima, hinter mir das Mittelmeer. Ich bin gerade auf Sardinien und lese die neuesten Zahlen. Die deutsche Rentenversicherung hat im Jahr 2023 sage und schreibe 952.000 Altersrenten auf Antrag bewilligt. Das sind 77.000 mehr als im Jahr 2022 oder in Prozenten ausgesprochen 8,9% mehr Altersrenten wurden im Jahr 2023 bewilligt. Natürlich auf Antrag, ist völlig klar. Spitzenreiter ist, wie sollte es nicht anders sein, die Altersrente mit 63, die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente, wo Sie nur 35 Jahre Wartezeit brauchen. Was heißt nur, sondern Sie müssen 35 Jahre Wartezeit haben, bekommen dann auch einen entsprechenden Abschlag. Die Altersrente wurde mit 12% mehr als im Jahr 2022 beantragt und auch bewilligt. Die Regelaltersrente ist die am meisten bewilligte Altersrente. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die Altersrente, die Sie unter dem politischen Schlagwort die Rente mit 63 kennen, wurde 8,9% mehr bewilligt als im Jahr 2022. Also, meine Damen und Herren, fast 1 Million Menschen in Deutschland haben im Jahr 2022 eine Altersrente bekommen. Das ist absoluter Rekord und ich glaube, im Jahr 2024 werden wir die Millionengrenze toppen. Und jetzt bitte keine Sorgen machen. Nein, die deutsche Rentenversicherung wird deswegen nicht pleite gehen. Auch wenn das öfters mal so behauptet wird. Nein, meine Damen und Herren, wenn Sie die Anspruchsvoraussetzungen für Ihre Altersrente erfüllen, dann bitte beantragen Sie Ihre Altersrente. Haben Sie keine Sorge, Sie werden auf Antrag Ihre Altersrente erhalten, wenn Sie die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen für die Altersrente erfüllen. Also, ich finde keine schlechten Zahlen. Fast 1 Million Menschen sind in Deutschland im Jahr 2023 in eine Altersrente gegangen. Das finde ich ist schon spitzenmäßig. Was sagt uns das letzten Endes? Die Babyboomer-Welle, sie rollt. Natürlich hinter mir, Mittelmeer, gibt es keine großen Wellen. Hier ist strahlender Sonnenschein, 25 Grad und eine ruhige See. Aber in Deutschland müssen wir uns ein bisschen auf stürmische Zeiten, was die Sache, was in Sachen Rente anbetrifft, einstellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knüppel. Ciao.